Was geht ab YouTube? Ich bin's wieder, euer 66 Flake. Heute mit einem kleinen Update-Video und zwar geht's mal um die kommenden Structure Decks. Als allererstes geht's hier ums Gear Rampage Structure Deck. Das ist morgen offiziell in Deutschland erhältlich. Yu-Gi-Oh! Dragon freut sich schon drauf. Werden wir wahrscheinlich am Wochenende dann wieder auf Gear Decks hier in der Hobbyliga treffen, auf jeden Fall. Denn in dem Structure Deck auf jeden Fall vertreten, Gear Archer, richtig nice, als Ultra Rare. Was haben wir noch drin? MK3, Attacker, Gear-Giano, MK2, Accelerator, Arsenal, Armor, also die komplette Gear-Serie. Dann die Gadgets haben wir auch jeweils drin. Dann Gadgilden Chimäre, Gadgilden Drache, Jumbo Drill, Minefield Driller, Card Trooper, immer nice, eine meiner Lieblingskarten. Swift Scarecrow, Oil Man, Heavy Mag Support Platform, Giant Red, Gear Town zweimal, ich glaube auch zweimal Giant Red hier, genau. Rechts ist immer die Anzahl. Und was haben wir noch? Wo waren wir gerade stehen geblieben? Hier, genau. Limiter Removal, Machine Assembly Line, Fissure, Smashing Ground, Double Summon, finde ich nice. Ist mal ein schöner Reprint. Wäre natürlich besser gewesen, wenn hier eine Emptiness drin gewesen wäre, aber wer hat damit schon gerechnet? Also Double Summon, richtig nice. Creature Swap, Terraforming, das Gear, einmal jeweils drinne. Stronghold, The Moving Fortress, Metal Morph, Rare Metal Morph, Rollout, Gear Giant XG und Gear Giant X. Also die Exceed Monster auch jeweils einmal vertreten hier, der neue als Ultra Rare natürlich. Auf jeden Fall ein schönes Structure Deck, muss ich sagen. Für mich ist es jetzt nichts, denn ich habe mich ja vom Gear-Thema schon vor einer Weile getrennt. Glücklicherweise die Karten noch für relativ guten Wert wegbekommen. Die eigentlich interessante Nachricht, die ich euch in dem Video bringen möchte, ist, dass das Hero Structure Deck jetzt offiziell für Deutschland bestätigt wurde, im TCG-Raum. Also es wird im Januar nächsten Jahres erscheinen, also nicht mehr so lange. Ich denke mal, da werden sich viele Leute freuen. Hero auf jeden Fall ein sehr krasses Thema. Und man muss schon sagen, die neuen Masked Heroes, also Dark Law, auf jeden Fall Walking Macrocosmos on Crack, whatever, richtig geiler zweiter Effekt noch, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, das Hero Structure Deck, und denke mal, da werde ich dann auf jeden Fall zugreifen, beim Gear jetzt nicht unbedingt. Ja, und das war's dann eigentlich auch mit den Infos, die ich euch heute näher bringen wollte. Bleibt wie immer dran, euer 66 Flake.